Wir sind hier vorm Freibad und ich möchte euch heute Einblicke in mein Aquatraining geben. Das Aquatraining oder auch Aquajogging führe ich ergänzend zum Lauftraining durch. Das ist entlastend für die Gelenke und man kann trotzdem aber auch die Intensitäten, die man im Laufen erreicht, auch im Wasser erreichen und seine Laufprogramme auch, wenn man es gut kann, ins Wasser übertragen. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten des Aquatrainings. Viele führen dazu das Aquatraining mit einem Gurt durch, um den Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu steigern und auch so die Rumpfmuskulatur mehr ins Training einzubauen, kann man es auch ohne Gürtel durchführen oder man kann es auch mit einem Neo durchführen. Der Neo hat den Vorteil, dass man durch den Neo Auftrieb hat, das heißt, man geht nicht ganz so schnell unter. Ich mache es an kälteren Tagen gerne mit Neo und manchmal auch ohne Neo. An den Pulsfrequenzen kann man dann auch sehr gut sehen, wie intensiv das dann gleich wird. Also auf jeden Fall eine gute Steigerung zu dem Training mit dem Gurt. Ja, und wie so Techniken aussehen können ohne Gürtel, die vielleicht nicht jeder von euch kennt, die möchte ich euch jetzt gern zeigen. Ja, ihr könnt das dann gerne auch mal ausprobieren. Am Anfang kann man auch immer eine Variation machen, mal mit Gürtel, mal ohne Gürtel und so sich dann langsam ranzusteigern, das ganze Training dann ohne Gürtel durchzuführen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns im Wasser. Die erste Technik im Wasser, die ich euch zeigen möchte, ohne Gürtel, ähnelt einem Kniehebellauf. Hierbei habe ich leichte Vorlage, nehme die Arme aber aktiv mit. Die zweite Technik ähnelt einem Moonwalk rückwärts oder auch einem Scherenlauf. Das trainiert auch sehr gut die Gesäßmuskulatur. Und die dritte Technik, einer meiner Lieblingstechniken, ist ein raumgreifender großer Schritt. Hierbei sieht man sehr gut, in langsam versuche ich den Fuß schnell zu setzen, so wie auch an Land beim Lauf-ABC. Und die erste Grundtechnik kann ich auch auf Frequenz machen. So kann ich mein Intervalltraining von der Bahn ins Wasser kopieren und auch Intervalle machen. Ja, und wer will, kann auch zwischendrin mal schwimmen oder am Ende ausschwimmen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke geben, wie ich im Wasser auch ohne Gürtel trainiere. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und bin gespannt, wie ihr so vorankommt.